So, bei aller Liebe, die ich in der letzten Episode empfunden habe für das Manipulieren von Lautsprechern und für das Zerstören einer intakten Uhr, ist mir aufgefallen, dass ich einen Hof noch nicht versumpft habe. Und wie konnte mir das entgehen? Ich habe dementsprechend heute extra ein T-Shirt an in Sumpffarben, damit ich mich auch auf jeden Fall selbst daran erinnere, dass ich das jetzt hier noch machen muss und nicht wieder durch die Gegend renne wie so ein... Ja, ne? Also ihr wisst schon. Und da gehen wir jetzt auf jeden Fall hin. Ich laufe da jetzt sofort hin. Ich weiß nicht genau, wie ich da hinkomme, aber ich glaube, es war über das Viadukt und ich glaube, es war irgendwo da, wo Colin Creevy mal war. Und deswegen glaube ich, finde ich das bestimmt. Ey, wenn jetzt nichts mehr schief geht. So. Hallo. Ja, ja. Und Brokkoli. Lecker. Ich bin so müde. Wie, sie steckt mich an. So, ich eile, damit ihr euch den Weg nicht immer angucken müsst. Aber es ist ja eigentlich auch schön zu sehen, ne? Das ist ja so die Schlossatmosphäre. Im sechsten Teil weiß ich gar nicht, ob das hier alles so ist, wie... Also, ob das auch so ist, so aufgebaut. Da bin ich auf jeden Fall schon ganz gespannt. Nur nicht aufgeben, Mr. Potter. Oh, das Motivationsbild. Da war es wieder. Okay, hier raus. So, da haben wir den Lautsprecher zerstört. Und ich muss hier lang. Genau, zu dem Viadukt und dann hier vorbei und da und links und rechts und dann sind wir auch schon da. Genau. So, der Hof, der ist mir glatt entgangen. Lass uns den Sohn von Fred und George suchen. Da ist eine Kiste. Mann, Harry, die machen es uns nicht gerade einfach. Fred und George mussten sicher gehen, dass Fudge oder Malfoy sie nicht finden. Kannst du mir helfen, dort raufzukommen? Irgendwie ist die Musik heute ein bisschen laut, ne? Die Gespräche sind relativ leise. Also wir sollen den Sumpf finden. Und Gott sei Dank erinnere ich mich an diese Episode, wo ich schon mal hier oben lang gekraxelt bin und wo der kopflose Nick fast dafür gesorgt hat, dass ich, dass Harry Potter frühzeitig ein Ableben hat. Mal eben kurz reparieren. War das hier hoch? Ich glaube schon. Genau, hoch und dann... Wenn Umbridge uns hier sieht, sind wir geliefert. Ja, du bleibst hier und passt auf. Ich hol die Kiste. Genau, Ron und Hermine, die stehen nur Schmiere. Aber witzig, dass das jetzt überhaupt gar nicht mehr in der Aufgabenliste stand, ne? Dass wir hier noch versumpfen müssen. Genau, hier an den Fenstern vorbei und dann noch an den anderen Fenstern vorbei. Und Harry, der tut mir echt immer leid, dass er da in diesen luftigen Höhen rumkraxeln muss. Ich kann auch nicht reden. Junge, stöhn mal leiser. Ich hab das Spiel extra hier ab. Das ist, glaube ich, ab 12. Ja, es ist ab 12. Klettern ist anstrengend. Okay. Genau, hier drauf. Und dann hinten in die Lücke. Du kannst hier irgendwo klettern. Ach so, ja. Haben wir schon. Lauf, lauf. So, hier ist der Sumpf. Mein Gott. Ein Wort, das ich echt nicht häufig gebrauche. Sorry. Schweben lassen, ne? Okay. Klasse. Jetzt müssen wir die Kiste nur noch in die Hofmitte bringen. Jetzt einfach... Ach, der ist jetzt von selber geflogen. Ich habe den gar nicht gesteuert. Pass auf. Huch, was war das für Musik? Das klang gerade ein bisschen Witcher-mäßig.
Gut, dann, ich wünschte, ich könnte mich einfach so runterlassen. Kann ich aber nur bis hier. So. Huhuhahu. Ja, ja. Genau, das steht ja schon richtig. Ich muss wieder nachgucken. Zauberliste. Und Reduktion, ne? Ja, okay. Ich mit meiner Rechts-Links-Schwäche, ich darf nachgucken. So, juckt aber auch niemanden, dass hier versumpft ist. Die Leute sehen das hier alles schon als absolut selbstverständlich. Okay, es wird gejubelt, aber... Schön. Die Natur holt sich alles zurück. Hogwarts im neuen Glanz. Das war super. Hoffen wir, dass Umbridge es endlich kapiert. Ja, nichts sagt besser Hau ab als ein tragbarer Sumpf. Super, Harry, super. Jetzt sind alle Sümpfe ausgelöst. Damit ist Filch eine ganze Weile beschäftigt. Damit werden Fred und George ein Vermögen verdienen. Die Dinger sind spitze. Okay, mal sehen, wie wir Umbridge noch ärgern können. Geil. Hey, Potter. Was willst du, Malfoy? What? Professor Snape erwartet dich in seinem Büro. Er sagt, es ist Zeit für deine Nachhilfe in Zaubertränke. Okay. So ist das mit dir, Potter. Du hältst dich für so clever, aber du weißt noch nicht mal, an welchem Kesselende man das Feuer anzündet. Deswegen ist Malfoy auch nur der Laufbursche und wir sind Harry Potter. Und Malfoy ist nur der Antagonist. Stellt euch vor, das Buch würde heißen Draco Malfoy und die Heiligtümer des Todes. Eine Geschichte, wie er Lord Voldemort unter die Arme griff, um den falschen Mann wieder an die Macht zu bringen. Ist eigentlich mal sehr interessant. Ich würde das lesen, wenn man dieses komplette Buch aus der Sicht von Malfoy erzählt bekommt. Da würde wahrscheinlich die ganze Zeit nur sowas drinstehen wie: Ich sah Harry Potter dabei zu, wie dieses hochnäsige Stück durch den Schulhof stolzierte, als hätte er, was weiß ich, geerbt. Irgendwie so. Achso, Snapes Büro. Ich laufe falsch. Oh nein. Ich habe mich verquatscht. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass diese komplette Geschichte andersrum, also was wäre, wenn alle, die ihr bisher kennt, alle Personen wie Malfoy, Crabbe und Goyle, die plötzlich die Guten wären und so jemand wie Dumbledore wäre der Böse? Das wäre wahrscheinlich ein Bösewicht, vor dem ich wirklich richtig Angst und Respekt hätte, wenn der auch weiterhin so besonnen wäre und so, ja, so ein krasser, deeper Charakter ist das ja, so richtig deep und gut geschrieben. Aber stellt euch vor, dieser Mensch auf der falschen Seite der Macht, das wäre nicht gut. Wer kreischt denn da so rum? Wo wird hier gekreischt? Vielleicht war das auch ein Heuler. Das könnte sein, oder? Ein Heuler für die Slytherins. Oha, ich werde ganz kurz speichern, bevor alles abschmiert. Ja, unbedingt, ja. Ach komm. Dann halt mit Tastatur, ne? Oh, er hat das schon wieder nicht gespeichert. Doch, hat er wohl. Ich habe gelogen. Dann speichere ich noch hier drauf. Und jetzt gehen wir zur Zaubertränke. Wir könnten nochmal anklopfen. Dran, Potter. Haben Sie geübt? Ja. Das werden wir bald herausfinden. Ja. Zauberstab, Potter. Oh nein, dränge Snape zurück. Oh Gott, wie ging das noch? Oh Gott. Achso. Ja. Okay, jetzt unten. Er kommt von unten, ich komme von oben. Aha, aha. Ich würde sagen, entweder
Sind wir verdammt gut oder Snape ist total schlecht? Er hat, glaube ich, noch keine Stunde, wo er es geschafft hat, in meinen Geist einzudringen. Sieht ihm aus, als würde er einen Stromschlag kriegen. Ob man sich auch irgendeine verrückte Fantasie ausdenken könnte und den dann ihm dann einfach immer nur die zeigen. Zum Beispiel, wie Snape selbst irgendwie in... Ich weiß nicht. Also so Neville-mäßig, ne? Der hat ja, glaube ich, Angst vor Snape und als er diesen... Snape wurde besiegt. Genug! Der Unterricht ist zu Ende. Ach, ich... Raus jetzt! Fred und George wollen dich sehen im 5. Stock. Bist du okay, Harry? Ja. Gehen wir zu Fred und George. Also ob man den Snape in so eine Erinnerung locken könnte, wo der... Was ist das hier? Du wagst es doch, einem Club beizutreten, wo deine Noten so schlecht sind und deine Zeit mit Koboldsteinen zu verschwenden. Unfassbar! Das müssen die Eltern sein. Das sind die Heuler. Hehehe. Die Slytherins kriegen hart ins Gesicht. Was ich die ganze Zeit versuche zu sagen... Ja, ja! Oh Gott, okay, das ist aber auch hart. Das ist hart. Ja, ob man Snape in Erinnerung locken kann, wo der so aussieht wie der Irrwisch aus Nevilles. Wie wenn ihr, wenn der Neville, mein Gott, wenn der Irrwisch aussieht. Im Korridor des 5. Stocks warten Fred und George. Ich fühle mich verarscht. Ich kann hier nicht einen Satz sagen. Ich versuche hier ein ansprechendes Let's Play zu gestalten. Wie soll ich das machen? Pass auf. 5. Stock. Damit hier irgendwer mal Ruhe gibt. Gehen wir hier lang. Gehen wir hier lang. Volo Futurus Anos? Volo Futurus Unus. Ach ja. Tritt ein, Freund. Volo Futurus Anus. Ja, Snape in Oma-Klamotten, wollte ich sagen. Der Irrwisch von Neville sieht ja so aus, weil der hat ja Angst vor Snape. Muss ein Riesenspaß gewesen sein, als Alan Rickman diese Szene gedreht hat für den Film. Stelle ich mir sehr witzig vor, aber ich glaube, das war sowieso ein sehr charmanter Mann, also ein netter Charakter einfach, ne? Ein cooler Typ. Ich glaube auch, dass der Schauspieler von... Der Schauspieler von Draco Malfoy hat Alan Rickman mal gemalt als Strichmännchen oder der Schauspieler von Ron? Einer von beiden. Und das hat er Alan Rickman, glaube ich, sogar aufgehoben, diese Karikatur von sich selbst. Und sich das unterschreiben lassen. Das ist auch richtig süß. Ich bin heute so müde. So, 5. Stock. Ich komme, ich eile. Ich bin Kammern der großen Worte, habe selten was zu sagen. Such dir einen anderen für alle deine Fragen. Das ist ja schon voll die Line, die der hier droppt. Krass. Im Korridor des 5. Stocks warten Fred und George. Hermine, hast du heute irgendwie einen Sprung in der Platte? Langsam glaube ich, die Slytherins haben recht und du hast echt ein großes Plappermaul. Nein, Hermine ist toll. So, Korridor. Im Korridor des 5. Stocks warten Fred und George. Aber wir sind doch im 5. Stock. Beruhig dich mal, Mädel. Vielleicht im Klo. Es könnte im Klo sein. Im Korridor des 5. Stocks. Hier ist die Uhr, ne? Im Korridor des 5. Stocks warten Fred und George. Bin ich gerade an denen vorbeigelaufen? Ich glaube schon. Mein Gott. Ich bin so ein Blindfisch. Ich glaube, ich bin gerade echt an denen vorbeigelaufen. Im Korridor des 5. Stocks warten Fred und George. Warte, Hermine. Warte, wo warten Fred und George? Such auf der Karte des Rumtreibers nach den anderen DA-Mitgliedern. Wir müssen Fred und George finden. Ich glaube, sie planen etwas ganz Spektakuläres. Spektakulär?
Geht's dir gut, Hermine? Geht's nicht. Weißt du, mir ist ein bisschen rebellisch zumute. Und dann wiederholt sie alles 5-mal und ich bin an ihnen vorbeigelaufen. Oh mein Gott. Hallo. Hey, Fred. George? Was ist denn los? Jemand hat uns gewarnt. Umbridge weiß, dass wir hinter all den hübschen, kleinen Geschenken stecken. Was wollt ihr jetzt tun? Ich wusste immer, dass unsere Zukunft nicht in der Welt akademischer Leistungen liegt. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Alles ist bereit. Der Sumpf ist platziert. Halte die Augen offen und den Kopf unten und geh in die Eingangshalle. Von dort hast du die beste Sicht. Die Sumpfshow kann beginnen. Ein wenig Incendio oder Reductio wird reichen. Ach, das soll ich jetzt... Ach, oh mein Gott, ich bin... Fred oder George? Einer von beiden? Wie geil ist denn das? Reductio! Reductio! Sehr dramatisch. Das war's? Ihr! Oh, jetzt gibt's Ärger. Dafür werde ich euch auspeitschen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt verabschieden, Fred. Actio Besen! Wirke im Vorbeifliegen Incendio auf die Feuerwerkskisten. Oha, oha, oha. Das ist unser ganzer Vorrat, aber das ist es wert. Umbridge wird nicht. Ich fliege ihn nicht, ne? Ich wirke nur Zauber. Ich hoffe, dass sie den Verschwindezauber versucht. Glaubst du, sie wird sauer, wenn sie merkt, dass wir damit immer mehr werden? Go! Hey, komm schon. Was für ein Schwindezauber? Moment. Ey, eigentlich drücken, schieben. So war der Plan. Drücken, schieben. Ah, drücken, wedeln. Okay. Ein bisschen Reduktion wird genügt. Ein bisschen Incendio. Lass krachen. Wir wollen die Sache jetzt wieder anreißen. Endlich geht hier mal was. Ich finde, wir hätten noch ein paar Hater hier irgendwie. Ein paar hässliche Heuler an die Hater verteilen können, dass man das auch sieht. Ich incendiorisiere mir hier einen ab. Was ist mit dir? Macht gar nichts, ne? Ach, oh Gott. Ist schon ganz warm bei dem heißen Wetter. Ich kann ihn anscheinend wirklich steuern. Aber da sind ja jetzt eigentlich Prüfungen. Incendio oder Reduktion. Hey, guck mal, die Besen sind leer. Knall abgehen. Oh mein Gott, wie geil. Oh nein, das ist so doof. Jetzt ist das hier echt verbuggt. Da seht ihr mal, mit was für einem Kram ich mich hier rumschlagen muss. Die Hölle heiß, Peeves. Nimm sie für mich. Du wirst mich töten müssen. Oh, das werde ich, aber erst Crucio. Harry, geht es dir wirklich gut? Ja, aber Voldemort hat Sirius. Ich hab's gesehen. Aber wenn Voldemort dich das nur glauben machen will, um dich zu kriegen. Und wenn nicht? Soll ich Sirius sterben lassen? Der Kamin in Umbridges Büro. Wir können ihn benutzen, um zu Sirius zu kommen. Los jetzt! Was? Was für ein Kamin? Sie wollten mal wieder zu Dumbledore, ist es nicht so? Wie Sie wollen. Der Cruciatus-Fluch wird Ihre Zunge lösen. Junge, die hat mich geschlagen. Das ist illegal. Selbst der Minister. Sag
sag's ihr, Harry! Sonst stirbt vielleicht noch ein Schüler, das darf nicht geschehen! Was genau? Ich wusste, dass Dumbledore irgendetwas plant. Eine Waffe also. Die will ich sofort sehen. Also, wo ist diese Waffe? Hier ist keine. Ich sehe nichts. Hören Sie, ich hasse Kinder. Ich kann sie nicht ausstehen, aber wenn ich es tun muss, dann werde ich es auch tun. Ich werde tun, was auch immer getan werden muss. Ihr habt ja überhaupt nichts verloren. Das ist Ministeriumssache. Proteo! Proteo! Schmutzige Halbblüter! Aufhören! Hört doch auf! Hör mich nicht! Wehtun! Lass mich los, du Vieh! Da ist sie aber krass weit geworfen worden. Lasst mich los, ihr Biester! Ich bin Dolores Jane Umbridge, erste Untersekretärin. Lasst mich los! Wir müssen zu Sirius. Kommt schon. Danke, Grob. Aber Harry, Junge! Kannst du mir denn sagen, wie du nach London kommen willst? Wir müssen zurück ins Schloss. Die Ereignisse überschlagen sich. Hauptsache, Harry, wie wollen wir nach London kommen? Wir müssen zurück ins Schloss. Ja. Und weiter? Was kommt dann? Wie wär's, wenn du uns den Plan mal komplett verraten würdest, anstatt immer nur irgendwie so die Hälfte von dir zu geben, damit auch niemand Bescheid weiß? Ah, da könnte ich mich aufregen. Über diese Szene könnte ich mich sowieso sehr aufregen, weil es ist ja so, keine Ahnung. Ruf doch mal jemanden da an. Benutze ein Telefon. Schmeiß eine Münze irgendwo rein. Ruf an. Oder... Ach ja, geht ja alles nicht, ne? Okay. Die Kanäle sind ja alle blockiert. Aber ich glaube nicht, dass Umbridge damit rechnen würde, dass jemand wirklich ein Telefon mit nach Hogwarts bringt. Ich glaube, man hätte einen unfairen Vorteil. Ich würde das machen. Das wäre eine gute Idee. So, wir starten an Hagrids Hütte. Ich speichere mal schnell. Und jetzt, meine Freunde, wird es, glaube ich, richtig wild. Oh, krass. Und das sind auch immer noch nur 56%. Das ist ja echt irre. Das Spiel ist sehr lang. Was gut ist, dann haben wir viel zu gucken. Okay, das klang gerade ein bisschen Star Wars-mäßig. Hat Harry eine Schlaghose an? Was geht hier ab? Überlass ihn und das Schlammblut mir. Direkt beide. Okay, let's fetz. Komm, Harry, aufstehen, aufstehen. Schlafen kannst du noch. Aber nicht jetzt. Ich möchte ja gerne Malfoy treffen, aber der hat ganz gut Protego geskillt. Aber man hat ja auch keine Lebensleiste oder so. Es läuft hier so lange, bis einer stirbt. Ich habe die Seiten gewechselt. Ich wollte echt nicht die Seiten wechseln. Hallo? Gott. Hallo? Er rollte sich hier voll Batman-mäßig weg. Wer bist du denn überhaupt? Gott, ich glaube, Harry hat gerade getreten. Voll unfair. Malfoy, lauf! Ich muss nach London. Sirius hat Ärger. Aber wie sollen wir nach London kommen? Wir? Hör zu, ich weiß das zu schätzen, aber... Du musst da nicht alleine durch, Kumpel. Dumbledores Armee muss doch zusammenhalten. Oder war das nur so dahingesagt? Wir wissen eh nicht, wie wir nach London kommen. Wir fliegen natürlich. Du musst da nicht alleine durch, Kumpel. Was ist mit Ron los, dieser emotionstote Sprecher?
Okay, das ist schon alles sehr cool gemacht. Das ist der Ort, den ich in meinen Träumen gesehen habe. Hier will Voldemort unbedingt hin. Wo ist denn die Waffe, die die Todesser haben wollen? Die Tür ist am Ende des Ganges. Harry! Wir müssen Sirius finden. Warte, halt, stopp. Er muss doch hier sein. Harry, und wenn er nie hier war? Was ist, wenn Voldemort dich reingelegt hat? Hier steht der Name drauf, Harry. Nein! Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, naht heran. Der dunkle Lord wird ihn als sich ebenbürtigen kennzeichnen, aber er wird eine Macht besitzen, die der dunkle Lord nicht kennt. Und der eine muss von der Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Was ist das? Todesser! Lauf! Okay. Los, rein da! Bitte einen Raum der Gehirne. Bitte, bitte, bitte. Ach nee, das kommt alles vorher, ne? Mist. Ich finde, da könnten die Todesser mal reinfliegen. Ob Longbottom so schnell einknickt wie seine Eltern? Warte! Gib sie mir! Lucius Malfoy! Gib mir die Prophezeiung, Potter! Oder denkst du wirklich, ihr hättet eine Chance gegen uns? Gib sie mir! Lass meinen Patensohn in Ruhe! Sirius! Das war wirklich vortrefflich. Aber ab jetzt übernehmen wir... Du spielst vor Kindern den großen Helden, Malfoy. Kannst du nicht kämpfen wie ein Mann? Ah! Jetzt! Achtung! So war das nicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Also jetzt wird Sirius auf jeden Fall sterben, aber das liegt jetzt daran, dass ich einfach ein schlechter Zauberer bin. Hä? Ich drücke. Ich glaube, Harry zaubert gerade besser als ich. Mein Gott. Vielleicht laufe ich einfach schon mal in den Vorhang rein, weil der endet ja eh so. Sag mal. Das kann doch nicht sein. Entschuldigt, dass ich diesen extrem wichtigen Kampf gerade unterbrechen muss, aber wenigstens Stupor, Alter. Okay. Victus Sempra, hoch und runter. Steuere ich sie beide? Steh auf! Okay, sehr gut. Okay, dreimal treffen, dann sind die am Boden. Ach, cool. Ah, die Bellatrix Lestrange, die... benutzt auch Protego. Die geht auf Nummer sicher, die Alte. Tu es, Harry. Sie hat ihn getötet. Tu's schon. Harry, es war unklug von dir herzukommen, Tom. Die Auroren sind unterwegs. Bis dahin bin ich verschwunden und du wirst tot sein. Dumbledore!
Das Gute siegt immer. Oh mein Gott, jetzt bin ich Dumbledore. Mein Traum wird wahr. Und ich kann nix. Damn. Aber ich... Als Dumbledore brauche ich kein Protego. Ich bin Protego. Oh, ich hab's trotzdem gezaubert. Na gut, safety first, ne? Krass. Ich bin erst in der 5. Klasse. Ich will Glas fliegen lassen und Wasser und Sand und Feuer. Ich will hier nicht nur Expelliarmus zaubern, Mann. Victus Sempra mache ich, glaube ich, die ganze Zeit. Das kann ich auch. Ich bin... der versteckt sich da, ne? Die feige Nuss. Komm mal da raus. Und das soll der größte Zauberer seiner Zeit sein? Ja, ich bewege mich auch so ein bisschen slow-mo. Hast du immer noch nichts? Okay, ich bin gerade ein bisschen... Wenigstens habe ich noch Haare. Ich bin vor allem sauer, dass das hier so langsam geht. Komm, ich schilde mal eben nach. Hast du immer noch nichts gelernt, Tom? Geht bestimmt eh so lange, bis ich... Hast du immer noch nichts gelernt, Tom? Der versteckt sich hier hinter der Heizung, wollte ich gerade sagen, hinter der Statue. Das ist alles Fassade. Ich würde dich ja gern mehr sehen. Komm doch mal raus da. Und jetzt reicht's aber. Was ist mit dir geschehen, Dumbledore? Schwach bist du geworden auf deine alten Tage. Ich haushalte nur mit meiner Macht. Hast du immer noch nichts gelernt, Tom? Jo. Okay, jetzt stehen wir uns mehr gegenüber. Jetzt kann man mal draufhauen. Und das soll der größte Zauberer seiner Zeit sein? Ja. Hast du immer noch nichts gelernt, Tom? So, jetzt aber. Jetzt gebe ich hier Vollgas. Ich glaube, ich mache die ganze Zeit eine Protego, ne? Die Auroren werden bald hier sein. Super, du Kacknase. So, einmal schilden. Ah, guck. Oh, ne, jetzt hat er sich hier... Ach, junger Mann. Kommen Sie da runter, bitte. Nicht auf die Statue klettern. Ich erzähle alles, Mr. Filch. Du bist ein schwacher alter Mann, Dumbledore. Okay, irgendwie weiß ich jetzt gerade nicht, warum das hier so flackert. Bist du müde, alter Mann? Ah, okay. So. Deine Kraft schwindet. Ich spüre deine Schwäche. Gibt's da einen Trick, muss ich irgendwo draufzaubern? Ich glaube, der sammelt einfach da oben auch so. Hui. Okay, das sah aber doch übel aus, ne? Was der da so gezaubert hat. Ah, okay. Ich glaube, immer wenn der sich da wegbeamt, dann ist der gar nicht mal so. Oh Gott, jetzt fliegen hier Stühle. Mir wird warm. Das Spiel im Sommer zu spielen war definitiv ein Fehler. Es ist ein Herbstspiel, meiner Meinung nach. Hast du immer noch nichts gelernt, Tom? Aber es ist sau cool, dass ich Dumbledore sein kann. Oh mein Gott. Deine Zeit ist vorbei. So, ein bisschen Stupor to go. Das war Expelliarmus. Ey, mir fällt der Arm ab. Bist du müde, alter Mann? Komm, hau ab.
Okay, das hat er richtig gut geblockt. Ne? Der kann richtig es gut abwehren. Ich entscheide, wenn es vorbei ist. Und ich habe noch nicht genug. Das Böse wird nie gewinnen. Ich wünschte, die hätten die echte Stimme von Dumbledore genommen. Was ist mit dir geschehen, Dumbledore? Schwach bist du geworden auf deine alten Tage. Okay, er hält sich schon so den Bauch. Also entweder muss er mal wohin oder ich habe ihn schon ein bisschen gedamaged. Das Böse wird nie gewinnen. Ey, was, warum schmeißt ihr hier mit Möbeln? Haha, okay. Hat er gerade richtig gestrauchelt? Okay, ich muss mal nachschilden, alles klar. Ich wünschte, ich könnte euch einen anderen Blickwinkel anbieten, aber geht leider nicht. Du bist ein schwacher alter Mann, Dumbledore. Ich bin vor allem ein wütender alter Mann. Zeit, die Sache zu beenden, Tom. Ich finde das so cool, dass er den immer noch Tom nennt, so nach dem Motto, dein blöder Pseudoname hier. Beeindruckt mich einfach null. Ich kenne dich, seit du so groß bist. Da warst du schon blöd. Und du bist immer noch blöd. Das Böse wird nie gewinnen. Also wenn das Böse die längere Ausdauer hat beim Shaken mit der Maus, dann wird das Böse wohl doch gewinnen. Das Gute siegt immer. Okay, es muss einen Trick geben. Sekunde, auch wenn es gerade richtig hitzig hier zur Sache geht. Aber, Rectus Sempra. Oh mein Gott, ich würde alles dafür geben, Voldemort in Levi Corpus zu sehen. Alles. Das probieren wir jetzt. Shake, shake, shake zur Seite. Komm schon. Okay, das trifft ihn aber. Ich glaube, das findet er auch gar nicht mal so cool. Die Sache zu beenden. Aber die treffen den dann dadurch auch selber, ne, die Möbel. Und Levi Corpus geht verhältnismäßig schnell. Hab ich verloren? Du kannst mich nicht töten, alter Mann. Es gibt Dinge, die schlimmer sind als der Tod. Ich werde dich töten, alter Mann. Allerdings, wenn dein Tod völlig bedeutungslos ist für dich. Voldemort? Harry, rühr dich nicht vom Fleck! Vielleicht? Ich muss ihn verdrängen. Ich sehe gar nicht. Gott, ich sehe das gar nicht. Das ist voll nah dran. Das ist ja fies. Keine Schnitte. Ich dachte gerade, er hat keinen Zauberstab mehr in der Hand. Okay, ich sag euch kurz, was im Film passiert und im Buch. Wahre Freundschaft kann man nicht so einfach entzweien. Also, er hat ja versucht, mich von meinen Freunden zu trennen, mich von allen zu trennen, zu isolieren. Der Mann hat versucht, quasi meine Gedanken zu kontrollieren und mich mit fiesen Gedanken gefügig zu machen, mich in Angst und Schrecken zu versetzen, aber nein. Wir lassen uns nicht einfach so. Jetzt entscheide ich mal. Wir lassen uns nicht einfach so zu einem Spielball seiner Pläne machen. Habe ich mich gerade für entschieden. Wir werden uns jetzt wehren. Jetzt gibt's richtig. Voldemort kann einpacken. Und ich muss sagen, ich schlage mich trotz meiner Rechts-Links-Schwäche gerade echt gut. Voldemort wurde besiegt. Es gibt keinen Teil 6. Niemals wirst du wahre Freundschaft spüren oder Loyalität oder Liebe oder wahre Freude. Und deswegen kann ich dich nur bedauern. Zu nah. Ich sah ihn. Es war Voldemort. Er ist zurück. Er, dessen Namen nicht genannt werden darf, kehrt zurück. Dumbledore, Potter rehabilitiert. Albus Dumbledore wieder als Leiter von Hogwarts eingesetzt. Laut Prophezeiung kann keiner überleben, während der andere überlebt.
Das bedeutet, einer von uns soll den anderen schließlich töten? Ja. Tut mir leid, das mit Sirius. Sämtliche Zeitungen berichten von Voldemorts Rückkehr. Sogar der Tagesprophet konnte dem nicht widersprechen. Ist alles in Ordnung, Harry? Ich überlege gerade. Uns steht vielleicht ein Kampf bevor. Doch dafür haben wir etwas, das Voldemort nicht hat. Etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Oh nein, ich bin immer so nah am Wasser gebaut. Bitte, bitte nicht, bitte nicht. Hast du das mit der Quidditch-Mannschaft von Gryffindor gehört? Tragisch, was? Oh nein. In unserem Geheimraum gibt es jede Menge neue Sachen, Harry. Jetzt gucke ich mir an, wie viel Prozent, und ich bin mir sehr sicher, dass das nicht viele Prozente sein werden. 61? Habe ich das gerade richtig gelesen? Jo. 61%, aber was fehlt mir denn noch? Was muss ich denn noch tun? Ich gehe mal in den Belohnungsraum und schau mir mal an. Oder warte mal. Ey, das wurde jetzt irgendwie gefühlt gar nicht thematisiert, ne, mit dem, achso, guck mal, ich muss Lunas Sachen finden. Gar nicht thematisiert. Wir müssen irgendwie Hauspunkte verdienen. Nee, ich muss mir leider die Haare waschen. Ich bin für zig Stunden raus. Das dauert ewig. Ganz kurz, es wurde irgendwie wenig thematisiert, dass Sirius tot ist, ne? Oder? Also. Hey. Warte mal. Also, ja. Alles okay? Wir haben gesehen, wie der da reingefallen ist, aber was das jetzt für Konsequenzen für Harry hat und dass er sein Pate gestorben ist, das wurde jetzt irgendwie noch gar nicht gesagt. Also habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, dass da irgendwer darüber gesprochen hat. Gut, Hermine hat gefragt, wie geht's dir, Harry? Aber das könnte ja auch andere Gründe haben. Okay, wahrscheinlich nicht, weil Hermine ist einfach sehr empathisch, aber wir helfen jetzt erstmal der Luna. Hallo, Luna. Was machst du hier? Nun, meine ganzen Sachen sind weg. Die anderen Schüler nehmen und verstecken sie. Warum verstecken sie deine Sachen? Weil sie mich seltsam finden, glaube ich. Einige nennen mich sogar Loony Lovegood. Aber das ist noch lange kein Grund, dir deine Sachen wegzunehmen. Ich sag dir Bescheid, wenn ich sie finde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was so schlimm ist an Loony? Ist das irgendwie auf Englisch irgendwas Fieses? Weil eigentlich finde ich Loony ganz süß. Könnte ja auch ein Spitzname sein, ne? So, wo waren die Klamotten? Irgendwo hingen Klamotten an irgendwelchen, in irgendeinem Korridor von oben an irgendwelchen Steinen. Da hingen so Turnschuhe dran. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber ach, hier wollte ich mal eben rein. Ach nee, der ist das nicht. Sorry. Ja. Fahr mal ruhig weg, Treppe. Ich wollte mal ganz kurz in den Belohnungsraum. Vielleicht finde ich auf dem Weg schon irgendwas von Luna. Laufe ich hier überhaupt richtig? Oder bin ich auf der falschen Seite? Oh nein, ich bin, glaube ich, auf der falschen Seite der Treppe. Unserem Geheimraum zeigen. Doch nicht. Die anderen brauchen nicht mitzukommen.